Hallo, hallo, hallo. Es geht weiter. Unsere Aufgabe hier ist es, ein wenig viel Utopie zu verbreiten. Am Ende eines langen Tages mit sehr vielen konkreten Krisen und Kämpfen. Und dazu werde ich Fragen stellen an, und wir werden das alles jetzt ganz kurz und schnell machen, weil wir wenig Zeit haben. Zuerst zu meiner Rechten, Manuela Boygieva, Entschuldigung, Boygiev, Professorin in Berlin für ein ganz, ganz langes, ganz schwieriges Thema, das da Kultur und Lebensstile in der Einwanderungsgesellschaft am Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Richtig? Ich darf ja noch schneller reden. Und weiter rechts, also jetzt räumlich, Eva von Redeker, Philosophin und alles Weitere gleich nachher. Manuela, du bist ja Migrationsforscherin oder seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Migration befasst. Und ich glaube, es geht gar nicht anders, als dass wir ganz kurz vielleicht reflektieren, festhalten, was verändert sich im Moment mit dem Migrationsdiskurs? Okay. Du hast ja angekündigt, wir machen einen Sprint und es soll ganz schnell gehen. Die Geschichte dauert sehr lange, ich werde sie aber nicht so lange erzählen. Wir sollen ja hier über Utopien sprechen, wir werden auch darüber sprechen, aber ich muss mit etwas anderem anfangen. Ich glaube, sonst ist es auch unseriös, weil alle hier im Raum wissen, was wir in den letzten Wochen erlebt haben und was wir schon viel länger erleben, nämlich, dass man den Eindruck bekommt, dass in dieser Gesellschaft entschieden wurde, und zwar auf Regierungsebene, bei verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen, bei politischen Personen, dass Migration keine Rolle mehr spielen soll. Als Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, Leuten, die mit dem Herzen bei diesem Thema dabei sind, wissen wir das tatsächlich schon länger. Und ich weiß das unter anderem auch von Leuten von Medico. Ich weiß es auch von einigen anderen, die heute hierher gekommen sind, unter anderem, damit man hier zusammen sein kann und in den vielen Pausen, die ja auch großzügig und richtig so großzügig ausgelegt wurden, dass man eben miteinander auch nochmal anders sprechen kann, um sich zu verständigen. Dass schon im Halbjahr 2023, also im ersten Halbjahr, die Leute kamen aus verschiedenen Besprechungen und gesagt haben, wir werden nicht mehr gehört. Die Türen sind quasi vor der Nase geschlossen worden und es gab so ein Sentiment, so eine leichte Verwirrung. Ne? Also gerade bei denjenigen, die auch, wenn man so in Berlin lebt, so regierungsnah und eben mal so, keine Ahnung, Hintergrundgespräche, Lobbyismus, aber irgendwie sich ja auch kennen. Und man merkte, da ändert sich was. Das ist eine richtig atmosphärische Änderung, die wird klimatisch. Und dann kam es ja auch so, also ich erinnere mich sehr gut, dass es einen sehr zugespitzten Diskurs gegeben hat, schon im Frühsommer 2023. Eine der Spitzen, muss man vielleicht kurz daran erinnern, dass Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der CDU, jetzt damals sagte, einer der Gründe, warum man keinen Zahnarzttermin mehr bekommt, sei, weil es eben, genau, Sie erinnern sich, weil eben zu viele Asylbewerber in Deutschland seien und die würden diese Praxen vollstopfen. Und damals hat noch die Vereinigung der Zahnärzte, wie auch immer die heißen, der Verband der Zahnärzte, interveniert. Man hat gesagt, also so geht's nicht. Und interessant fand ich dabei aber schon den Zusammenschluss aus diesen vielen sozialen Fragen und den sozialen Infrastrukturen und der Aussage, dass die nicht funktionieren würden, weil hier Menschen herkommen würden. Und das kulminierte dann in wirklich dramatischen Diskussionen darüber, was alles eigentlich auf dem Weg liegen gelassen werden konnte. Und ich erinnere mich sehr gut, denn auch wir waren als Transforming Solidarities Projekt, auf das wir gleich zu sprechen kommen, eingeladen im Auswärtigen Amt und auf der Tagesordnung stand Migration,
verständigen, reden und so weiter. Ich mache sowas normalerweise nicht, aber da war ich dabei, weil wir wussten, die GEAS, also die, das gemeinsame europäische Asylsystem, sollte verabschiedet werden. Und wir dachten, okay, ist ja egal, da geht man halt hin und versucht es nochmal. Und das Treffen begann mit der Aussage, dieser Tagesordnungspunkt, den nehmen wir von der Tagesordnung. Wir haben uns, und das war Zitat, wir haben uns entschieden, wir werden das verabschieden. Und wir werden noch ein paar Punkte versuchen zu ändern, wie zum Beispiel, dass Kinder nicht inhaftiert werden sollen an den Grenzen. Aber das war's. Und damit war das vorbei und das Treffen nahm einen anderen Weg. Okay, sehr interessant, denn damals war relativ klar schon, was jetzt wirklich sehr deutlich ist. Erstens, sie haben überhaupt nicht durchgesetzt, dass Kinder nicht inhaftiert werden, sondern Kinder werden inhaftiert. Und ich sage das nur als ein Beispiel dessen, was behauptet wurde, was noch vielleicht in diesem Elend verbessert werden könnte. Und all das ist nicht geschehen. Sondern man hat, glaube ich, eine Wette auf die Zukunft gemacht und hat gesagt, okay, in einem Jahr ist die Europawahl. Wir müssen verhindern, dass die Rechtsextremen besonders stark werden. Und wir werden ihnen jetzt in allen Punkten, was die Migration angeht, Recht geben, weil sie zu Recht wissen, dass über die Migration, über die sich ja der Komplex des Rassismus in Europa massiv organisiert, dass darüber eine Möglichkeit existieren könnte, zu sagen, okay, wenn sie dort keine Möglichkeit, wenn sie dort nachgeben, dann werden sie die Rechte an die Wand spielen. Tatsächlich ist das Kalkül, wie wir sehen, nicht aufgegangen, sondern andersrum, alle, die diese Entscheidung getroffen haben, stehen mit dem Rücken an der Wand. Es gibt fast gar nichts mehr, außer vielleicht noch die Aufgabe der Genfer Flüchtlingskonvention aufzugeben. Die Verschärfungen sind in einer Weise dramatisch, wie wir das nicht geahnt und nicht geglaubt haben, dass es möglich wäre. Es gibt auch ein unfassbares Schweigen darüber, bis auf die Tatsache, dass gestern der Jugendverband der Grünen geschlossen aus der Partei zurückgetreten ist und unter anderem gesagt hat, dass wollen wir nicht mehr mittragen. Das war sehr interessant, aber bis dahin passierte eigentlich alles, was nicht passieren sollte. Und das heißt, wenn wir, und ich mache jetzt auch, sozusagen nach dieser Runde erstmal Schluss, wir sind sozusagen in einer Situation, in der wir wirklich bei diesem Bodensatz anfangen müssen. Und ich glaube, dass uns das in einer paradoxen Weise unter Umständen guttun kann, weil wir sagen können und sagen müssen, wir gehen diese Frage jetzt nochmal ganz von vorne an. Was müssen wir verteidigen? Was müssen wir aufbauen? Wie müssen wir Migration denken? Und wie können wir hier ein wirklich positives Programm daraus stricken? Und ich glaube, dass das ein bisschen die Grundhaltung ist. Und da wir ja auch hier zusammengekommen sind, um 20 Jahre Medico-Stiftung zu feiern, ich würde sagen, das ist auch die Medico-Haltung zu sagen, in all diesem Pessimismus, den ich jetzt wirklich nur skizzenhaft angedeutet habe, gibt es aus diesem Pessimismus heraus, müssen wir diese Organisierung machen. Und hier genau beginnt das, was wir an utopischen Vorstellungen aufbauen können. Also nicht eine Defensivbewegung mehr, die wir über die Jahre immer gemacht haben, sondern jetzt nochmal grundsätzlich, wie machen wir das mit der Migration? Kurze Nachfrage, Transforming Solidarities mündete dann ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen, mündete dann in der Berliner Erklärung und die endet ja in einem Satz, der beides beinhaltet, Defending Migration Society and Reinventing Our Shared World. Und gerade der zweite Teil dieses Satzes ist ja eine Aufforderung des Aufbruchs, des Neudenkens, des Visionären. Hattet ihr bei den Diskussionen, die dieser Erklärung vorausgegangen sind, auch tatsächlich so einen visionär-utopischen Impuls, um so zu enden? Auf jeden Fall.
Sonst hätten wir es, glaube ich, auch so nicht geschrieben. Aber es war, also es war ja so der Moment, wir haben das Anfang Oktober und tatsächlich vor dem 7. Oktober geschrieben. Und die Erklärung heißt ja Berliner Erklärung in Verteidigung der Migrationsgesellschaft. Und das ist vielleicht schon auch ein Schlüssel. Und das ist ein Element. Und damit ich jetzt nicht so lange rede, würde ich sagen, der Punkt ist schon wichtig. Ne? Also Uta Ruppert hat es, glaube ich, gesagt. In Offenbach sind 50% der Jugendlichen das, was man mit Migrationshintergrund nennt. Alle wissen, die aus dem Feminismus kommen, aber auch sonst, rein sozusagen zahlenmäßig, das ist keine Minderheit. Das ist Gesellschaft. Das sind wir alle. Und das ist Migrationsgesellschaft. Das heißt, wir haben ohnehin, wir können zunächst mal auf einen bestimmten Realismus rekurrieren. Wir können sagen, wenn wir darüber reden, reden wir über einen Tatbestand der Zusammensetzung und bereits existierenden Pluralität dieser Gesellschaft. Das, finde ich, ist in der aktuellen Situation wie eine utopische Aussage, obwohl sie nichts anderes als Realismus ist. Aber auf andere Aspekte komme ich gleich nochmal. Ich würde erstmal... Ja. Eva, du hast ja letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das sehr lesenswert ist, kann ich sehr empfehlen, Bleibefreiheit. Und ich habe gehört, dass irgendwie noch 8 Exemplare aufgetan wurden, weil das schon fast leer gekauft war. Das bringt ja ganz einfach gesagt das, die Komponente Zeit mit in die Diskussion, was ist Freiheit. Ich musste sehr daran denken, wir hatten in Wien und in Österreich Überschwemmung jetzt. Und es ist zweierlei passiert. Die Leute, die weg wollten, also fliehen wollten, konnten nicht teilweise. Diejenigen, die sozusagen, also die bleiben wollten, mussten, Entschuldigung, die bleiben wollten, mussten fliehen. Und die irgendwie wohin fahren wollten, mussten zu Hause bleiben. Das heißt, da hatte man schon diesen Widerspruch. Ich habe am Ende deines Buches mir gedacht, eigentlich machst du ein Fass auf, was längst überfällig ist, nämlich wir müssen die Zeit befreien von ihrer ökonomischen Durchherrschung. Und dadurch erreichen wir etwas, was insofern utopisch ist, weil es um das gute Leben für alle geht. Aber könntest du das in etwas philosophisch besseren Worten vielleicht einfach nochmal zusammenfassen? Ja, mehr ist ja immer schon besser, ne? Danke. Also ich will vielleicht einmal vorweg sagen, ja, das Buch, oder wir sind in einer Situation, und also danke Manuela, dass du das eben auch nochmal so gut rekonstruiert hast, in der politisch sehr viel zerbricht und ich würde sagen, so als Philosophin, unsere politischen Grundkategorien tragen nicht mehr. Oft sogar noch schlimmer, die dienen den Feinden. Und dieses Bleibefreiheitsbuch ist ja eigentlich nur ein Essay, ja? Also das versucht zu reagieren, ich würde sagen, auf eine doppelt katastrophale Situation. Und keine Sorge, ich komme ganz schnell zu den Utopien. Einmal die Katastrophe, dass der Freiheitsbegriff, eigentlich der Kern emanzipativer Ideale seit den Atlantischen Revolutionen, für den Faschismus funktioniert. Ja? Also das ist nicht nur irgendwie so, die benutzen das mal, sondern es ist einer der Hebelpunkte, der im Moment, und zwar global, nicht nur bei uns, also bei mir in Brandenburg hat die AfD überall plakatiert, es ist Zeit für die Freiheit zu kämpfen, ja? Aber das ist ja, also Milei ist eine Extremform, aber sozusagen alle diese neofaschistischen Projekte mobilisieren um Freiheit. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur eine Übernahme, sondern da ist was zerbrochen, was auch vorgezeichnet ist in unserem sozusagen hehren liberalen Freiheitsverständnis. Das ist immer schon ein besitzindividualistisches, immer schon ein possessives Freiheitsverständnis, das im Bestfall eingehegt ist durch sozusagen den Nachsatz, die eigene Freiheit hört aber auf, da wo die Freiheit der anderen anfängt. Es war aber nie die Freiheit aller anderen. Und mit dieser Konzeption lässt sich sowieso also sozusagen prinzipiell sowas wie ein Ende der Naturbeherrschung oder Ressourcenschutz gar nicht denken. Und im Moment erleben wir die sozusagen Entfesselung dieses Besitz,
Anspruchswahnsinns am Kern dieses Freiheitsbegriffs, unter anderem auch als Reaktion auf so eine Überforderung. Also wir wissen inzwischen so viel über die Welt, die ist real so verwoben, wir haben mehr gelernt, dass gar nicht mehr klar ist, wo man eigentlich die Grenze ziehen kann zwischen dem, was wirklich nur mich betrifft. Ja, selbst wie ich mich fortbewege, wie ich rede, alles betrifft auch andere. Und das, wo die Rücksichtnahme anfangen müsste. Darauf reagiert der Faschismus regressiv enthemmt, indem er sagt, ja, dann lassen wir das mit den Schranken ganz sein und ich suche mir bestimmte Arenen, also ich spreche dann immer von Phantombesitz, also Ansprüche, in denen ich einfach ungehemmt machen kann, was ich will. Und meistens die, an denen man sich amputiert fühlt von emanzipativen oder linken Ansprüchen, oft einfach Fortsetzung bisheriger Gewaltverhältnisse, nie die wirklichen Eigentumsverhältnisse, immer eine sozusagen in die der Eigentumsgrammatik gefassten Fantasie, zum Beispiel die der Nation, der weißen Vorherrschaft oder der patriarchalen Anmaßung. So. Und das wird verteidigt unter dem Banner der Freiheit. Das ist die eine Katastrophe. Und die andere Katastrophe ist, dass wir ja, also ich sage es jetzt viel zu simpel, ja, aber wir haben von ganz vielen Krisen und Problemen und Herden eben auch immer wieder schon gehört. Ja. Aber so ganz plastisch erleben wir gerade auf zwei unterschiedlichen Ebenen die systematische Herstellung von unbewohnbaren Todeszonen. Ja. Also das passiert jetzt gerade im Nahen Osten in Gaza. Und das passiert als geradezu erdgeschichtlicher Vorgang durch den Klimawandel. Also wir sind Teil einer Lebensform, die es zumindest nicht aufhalten kann, wenn nicht affirmiert, dass wir unbewohnbare Regionen herstellen. Und in so einer Welt, wo die Orte, an denen man sein kann, schrumpfen, scheint es mir wichtig, diese Bleibefreiheit, also die Möglichkeit, überhaupt irgendwo bleiben und frei bleiben zu können, voranzustellen. Noch vor die Bewegungsfreiheit, die ist natürlich vorausgesetzt, also sonst ist es ja bleiben, Ausrufezeichen, ja, man ist nur frei zu bleiben, wenn man auch gehen könnte. Aber ohne die Verteidigung der Möglichkeit, auch da zu bleiben, wo man sein will und ohne die Perspektive, da wo man hingeht, auch ankommen und bleiben zu können. Ja, und das steht ja genau jetzt in diesem Kippen in die Remigrationsrhetorik total in Frage. Ist auch die Bewegungsfreiheit und sind gar nichts wert. Deswegen diese Vorschaltung der Bleibefreiheit, die gleichzeitig ermöglicht aus diesem räumlichen, geometrischen Nullsummenspiel der liberalen Freiheit, bis hier geht's bei mir, dann fängst du an, auszusteigen in eine zeitliche Perspektive, wo man Freiheit ganz neu füllen könnte, nämlich als, ich sag dann immer, Fülle erfüllter Zeit. Und jetzt, das ist nämlich das Utopische. Also ich finde einerseits, die Welt ist gerade so miserabel, dass das ja eigentlich ganz, also Bleibefreiheit ist ja nicht viel mehr als überhaupt Leben, ja, Menschenrechte und so ein bisschen, viel mehr Utopie können wir gar nicht formulieren. Und gleichzeitig versuche ich dann in dem Buch, diese Bleibefreiheit nach und nach so anzudicken oder anzureichern, dass in dieser zeitlichen Dimension sich eigentlich so alle linken Hoffnungen und Versprechen wieder oder linksfeministischen wieder eintragen lassen, weil es nämlich, also jetzt letzter Punkt, meiner Meinung nach drei Dimensionen oder Qualitäten von Zeit sind, die zusammenkommen müssen, damit Menschen frei sind. Also einfach nur Zeit haben, das ist schon ganz viel. Ja? Das ist nämlich die Frage von Leben und Nicht-Leben. Aber die Zeit muss natürlich auch eine bestimmte Qualität haben, um Freiheit zu verwirklichen. Das nenne ich erfüllte Zeit. Also Zeit, die wir so verbringen können, wie wir es auch wollen und die mit ganz vielen Möglichkeiten gefüllt ist. Also mit Hannah Arendt gesprochen, mit der Möglichkeit, Anfänge zu setzen. Und dann wird diese knapp bemessene, lineare Lebenszeit plötzlich aufgefächert zu potenziell unendlichen Möglichkeiten. Wenn man nicht beherrscht wird, ja, dann ist diese Zeit eben jemand anders übereignet. Und drittens, und da kommt das Ökologische mit rein, und ich glaube, das ist das, was so die normale Antwort der kritischen Theorie, die ja auch ganz wichtig ist, die versucht, Freiheit als soziale Freiheit zu denken, nicht fassen kann, ist die Zeit der Erholung. Also man muss ja überhaupt irgendwie aus einer Erschöpfung rauskommen, um Anfänge setzen zu können, um handeln zu können. Und die Zeit, die uns auch verbindet mit allem, was sonst so lebt, auf der Welt, ist die der zyklischen Regeneration. Also wir müssen schlafen und essen und all sowas, ja, atmen, die Bäume müssen Photosynthese machen, der Regenwurm muss da seine Blätter essen. Also es gibt ganz viele verschiedene zyklische Vorgänge, die ineinander greifen müssen, damit Leben sich regeneriert und wiederherstellt. Und es ist zum ersten Mal
erdgeschichtlich so, dass das auf der wirklich breiten Ebene durch menschliches Handeln in Frage steht. Also lokal gibt es natürlich immer schon Kollaps, aber diese, das ist einfach eine neue Dimension und unsere politischen Begriffe sind noch gar nicht darauf geeicht. Und deswegen braucht die menschliche Freiheit auch diese zyklische Zeit der Erholung. Ja, und das zusammen ist dann eine Fülle erfüllter Zeit, in einer Zeit der Fülle, ich sage mal, der Fischers Fritze der Freiheit. Und ich glaube, das ist schon, also weiß nicht, wie viel Utopie noch geht, also du bist ja der detailliertere Experte, auch nicht umsonst in einem anderen Genre, aber ich finde das schon ziemlich utopisch. Ja, finde ich auch. Übrigens, in dem Wort Erschöpfung ist natürlich auch die Schöpfung drin. Also insofern ist ja das sozusagen schon Sprache. Ja, aber eben nicht als ein Kreator schafft es aus dem Nichts, sondern die Erholung ist, das muss eben ganz viel zusammenkommen. Ja, ja. Also übrigens, angeregt von einem Buch, ging mir durch den Kopf, Müßiggang wäre ja so etwas. Und dann fiel mir ein, dass wir ja angeblich das christliche Abendland sind. Aber dass der Begründer dessen, Jesus Christus, ja sein Leben lang nicht gearbeitet hat, soweit man weiß. War eh Kommunist, ist ja klar. Das heißt, mir ging durch den Kopf, und das ist das Schöne, wenn man Bücher liest, mir ging durch den Kopf, der müsste heute sofort zur Arbeitsagentur, weil er macht ja nichts Gescheites. Und da hätten wir vielleicht was verpasst. Ja, und ich glaube, dass Zeitkämpfe im Kern Arbeitskämpfe sind. Ja, also das. Ich glaube, sehr viele soziale oder Bewegungen lassen sich als Kämpfe um Zeit rekonstruieren, um Lebenszeit, um unbeherrschte Zeit, um Zeit zur Regeneration, also Gesundheitsarbeit und ja, dann seine Zeit nicht verkaufen zu müssen. Also das finde ich nach wie vor einen ganz wichtigen Kern linker Utopie, die aber umso dringlicher wird in einer Situation, wo wir uns gar nicht mehr leisten können, dass ganz viel Zeit in potenziell sogar weiter zerstörender Lohnarbeit gebunden ist, weil es so viel zu reparieren gibt. Also wer soll denn da jetzt noch die Waldbrände löschen, ja, und die Flüsse wieder sauber machen? Wir sind ja in einer völlig anderen Situation als vor 100 Jahren. Linkes utopisches Denken musste sich Gedanken darüber machen, wie man den Reichtum wieder aneignet. Aber jetzt, selbst in dem völlig unwahrscheinlichen Fall, dass wir plötzlich gewinnen, haben wir weiterhin ganz viel Schutt. Und also eben schlimmer als Asche, ja, Emissionen. Und derer muss man sich annehmen in solidarischer Sorgearbeit. Also das wird eine Erschöpfungsindustrie oder Erschöpfungsaufarbeitungsindustrie. Ich glaube, sinnvolles Tun kann auch nicht. Ich meine, innerhalb des Kapitalismus. Ja, genau, es wird einfach immer mehr. Ja. Und Klasse heißt, so, also wie nah oder weit entfernt du genau von solchem, solchem Auswurf bist. Aber was ihr beide sagt und erzählt, führt uns ja unmittelbar auch zu der Art, wie momentan Sicherheit definiert ist. Auch das ist ja ein Begriff, der verengt, instrumentalisiert und faschistoid jetzt neu gedacht oder militarisiert wird. Ist nicht sozusagen jetzt ein utopischer Zugang, dass wir sagen, innerhalb einer gerechten Globalität müssen wir einfach Sicherheit auch im Hinblick auf Migrationsgesellschaften neu denken oder neu präsentieren als Angebot? Ja, bestimmt. Also ich meine, der Grund, warum ich jetzt einmal an der Frage der Wirklichkeit und sozusagen so ein realistisches Argument am Anfang gemacht habe, hat natürlich damit zu tun, dass wir mit einer Politik konfrontiert sind, die glaubt, dass sie die Migration abschaffen kann. Ne? Also dass sie wirklich in der Lage wäre, diese Bewegung zu beenden und im besten Fall zu steuern. Und an diesem Punkt scheint mir, und ich komme gleich auf diese Sicherheitsfrage, das sind ja alles Sicherheitsfantasien. Ja? Und man muss auch sagen, das ist an anderen Orten vorgespielt worden. Also wenn man jetzt zum Beispiel Australien nimmt, die haben das gemacht und die haben das zum gewissen Teil auch erfolgreich gemacht. Und es ist vielleicht auch einfach nur ein geografischer Umstand, dass das Europa nicht gelingen wird. Ja? Aber es wird eben nicht gelingen, dass das eine, das ist ganz sicher. Und das andere ist, dass wir mit diesen Diskursen, und ich möchte das deswegen festhalten, wie das mit der Wirklichkeit und mit den Minderheiten, die nicht existieren, ist, dass diese Diskurse auf eine Weise aggressiv in diese Gesellschaft hineinwirken und Menschen, die hier leben und über Generationen hier leben, zur Disposition stellen, ohne dass es eine wirklich breite gesellschaftliche und politische Mobilisierung gibt,
die sagt, das ist nicht akzeptabel. Das finde ich wirklich gerade bemerkenswert. Und wenn man das jetzt mal, also, und das müssen wir festhalten. Wir müssen festhalten, dass das gerade etwa unsere Gegenwart ist. Okay, wenn das so ist, dann komme ich zu dem anderen Punkt. Wir werden das nicht aufhalten. Jetzt bestehen natürlich Fantasien darin, bei denen die wissen, dass das nicht richtig gut aufhaltbar ist, dass wir das, es wurde schon gesagt in dem Vortrag von Uli Brandt vorhin, dass wir das dann eben externalisieren. Wir sagen, die bleiben dann halt in Albanien und den Türkei-Deal gibt es auch schon, in Libyen, na gut, Folter macht nichts. Hauptsache, die kommen nicht hierher. Das heißt, da wird versucht, das auf diese Weise zu lösen. Und dann gibt es aber ein Problem. Und das Problem heißt Kapitalismus. Und Kapitalismus kann ohne Arbeitskraft nicht auskommen. Das heißt, wenn Jan van Aken vorhin gesagt hat, der Krieg fängt hier zu Hause an, dann müssen wir uns immer darüber im Klaren sein, die Migration, die fängt hier an. Ja? Das sind keine Menschen, die von irgendwo kommen. Diese Menschen, die von irgendwo kommen, die sagen uns doch was ganz anderes damit. Nämlich, dass es möglich ist, aus Unterdrückung, Ausbeutung, aus Elend und aus Situationen zu fliehen. Und die Kraft zu entwickeln, ein neues Leben denkbar zu machen. Und die hierher kommen, um es hier zu teilen. Das ist deren Aussage. Aber die Aussage, die hier getroffen wird, ist doch, wir wollen diese Arbeitskräfte. Und wir wollen das stratifizieren. Wir organisieren auf diese Weise die Arbeitsmärkte. Und zwar nicht nur durch Externalisierung, das kommt natürlich auch immer dazu, sondern auch hier vor Ort. Das ist ja jetzt auch mehrfach gesagt worden. Also, und das ist ja auch ein Klischee, seit es die Linke gibt. Ja, also, the third world is just around the corner, war schon ein Spruch von Billy Bragg. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier in diesem Raum das kennt. Ne? Aber das war doch schon immer so. Das ist doch nicht eine Frage dessen, dass hier dieser Mythos, der hier immer wieder erzählt wird, dass diese Gesellschaft in sich selber homogen und integriert ist, ist ein absolut anti-linkes Bild. Es ist falsch, das stimmt nicht. Und es stimmt auch nicht nur allein in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Migrationsbevölkerung und dem, was man deutsche Bevölkerung nennt. Sondern das gibt hier ein Form differenzieller Ausbeutung, differenzieller Entrechtung, differenzielle Formen, in denen wir erleben, dass diese sozusagen Ankündigung, dass es zu einer Verelendung kommen kann, immer an bestimmten Leuten figuriert wird. Und diese Figuration findet statt über die Geflüchteten, über die Migranten, über all diejenigen, über die Obdachlosen etc. Und all diese Figuren sollen dann externalisiert werden, sollen dann keine Rolle spielen. Und was wir sehen, um auf den Punkt der Sicherheit zurückzukommen, ist genau das, dass es nämlich einen Versicherheitsdiskurs gibt in Bezug auf diese Population, in Bezug auf eine Politik, die Bevölkerung auf diese Weise glaubt, wenn man so will, wir haben dafür das Wort der logistischen Grenzlandschaften herauszuarbeiten, in denen das logistifiziert wird. Nämlich in der Maxime der Logistik, just in time and to the point. Also, wie brauchen wir Arbeitskräfte? Just in time and to the point. Also, wir haben hier eine Produktion und dann holen wir uns die Arbeitskräfte für die Zeit, in der wir sie brauchen, danach gehen die wieder weg. So, das ist im Moment der Mythos, der aufgebaut wird und von dem ich relativ sicher bin, das kommt nach diesem Flüchtlingsdiskurs. Kurze, konkrete Frage. Würde es etwas helfen, wenn wir den Zeithorizont mit hineinbeziehen und der Bevölkerung klar machen, es waren immer Migrationsgesellschaften, es hat sich, das habe ich von Hein der Haas gelernt, es hat sich prozentual auch überhaupt nicht verändert und die Überfremdung ist nicht passiert, indem irgendwelche Leute aus Afghanistan zu uns gekommen sind, sondern die Überfremdung ist passiert, als wir ganze Kontinente erobert, besetzt und entvölkert haben. Würde sozusagen ein Öffnen, dass man Migration nicht als ein Hier und Jetzt, sondern als ein großes historisches Narrativ betrachtet, könnte das helfen in diesem Diskurs? Ja, aber es ist irgendwie eine schwache Sache, weil also das ist eine historische Tatsache, aber ich glaube, und es würde mich jetzt zu lange kosten, das auszuführen,
Man muss auch sich darüber im Klaren werden, dass Migration nicht immer Migration gleich Migration ist, sondern historisch ändert sich qualitativ, welche Bevölkerung von wo, wofür und aus welchen Gründen hierher kommen. Und dadurch haben wir immer wieder eine Neuzusammensetzung, die sich reorganisiert und auch in der Weise, in der es regiert und reguliert wird. Und wir brauchen ein sehr klares Verständnis dieser Qualität dessen, wie gerade gedacht wird, wie das gemacht werden kann, um zu verstehen, welche Bevölkerung wir damit auch schaffen. Ne? Also ich sag mal ganz plakativ, bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich 73, gab es die Gastarbeiter. Und die haben uns natürlich noch weiter beschäftigt über Jahre, aber das ist eigentlich schon fast raus. Ne? Danach kamen die Asylbewerber. Dann ging es um die illegale Migration. Aber das alles sind ausländerpolitische Kategorien, in denen Migration auf eine bestimmte Weise über ihre Regulation immer wieder neu gedacht wird. Ja? Und in denen sich dann Leute auf diese Weise auch dagegen zur Wehr setzen. Aber das, was wir, glaube ich, utopisch öffnen müssen, und das ist wirklich wichtig, ist zu verstehen, dass da ein ganzes Spektrum an Entrechtung ist. Dass das etwas ist, was gar nicht nur die Bevölkerung, die mobil ist, betrifft. Und warum ist das wichtig? Aus meiner Sicht, weil es immer die zukünftige Bevölkerung ist und weil es bedeutet, wenn wir eine Migrationspolitik entwerfen, dann muss es eine sein, die, um es mal technisch zu sagen, interoperabil ist. Ja? Wir müssen uns vorstellen, dass diese Gesellschaft keine abgeschlossene Gesellschaft ist, sondern wir müssen die an allen Punkten, an denen sozusagen das zukünftig relevant wird, in Bezug auf das Wohnen, in Bezug auf die Gesundheitsversorgung, in Bezug auf die Bildung, in Bezug auf den Transport, in Bezug auf die Weise, welche Rechte, soziale und politischen Rechte Menschen zugebilligt werden. An all diesen Aspekten spielt die Migration die zentrale Rolle und aus meiner Sicht auch die strategische Frage, weil es immer die Bevölkerung ist, die als nächstes kommen wird. Das heißt, wir müssen das mit einbeziehen und das wäre, glaube ich, auch eine zeitliche Dimension, die relevant ist in Bezug auf diese Fragen. Ja? Wir müssen immer schon denken, okay, wie berechtigen wir denn die später kommen werden, die dann kommen werden? Und so, und das ist die strategische Frage, nach der aus meiner Sicht und auch die utopische Frage, nach der Migration und Migrationsaktivismus zukünftig ausgerichtet werden muss. Eine konkrete Frage auch an dich. Wir diskutieren ja jetzt seit einiger Zeit sowas wie ein Grundeinkommen. Wäre der bessere Schritt zu sagen, es gibt eine Art Zeitgrundeinkommen, also ein freizeitgarantiertes, das sozusagen aus der Ökonomie ausgenommen ist? Nein, ich glaube ja, es muss sich wirklich was an der Qualität der Zeit ändern und nicht manche Leute in den privilegierten Zonen ein bisschen mehr Freizeit haben. Und ich finde auch beim Grundeinkommen diese Gefahr, dass sozusagen Gesellschaften, die sich das volkswirtschaftlich leisten können, das ist natürlich super Grundeinkommen, weil es mit diesem ganzen Sadismus des Leistungsprinzips bricht. Aber dass es dann einfach manche Gesellschaften gibt, die ihren kaufkräftigen BürgerInnen erlauben, wenn sie wollen, nicht arbeiten zu gehen, die lassen dann die ganze Zeit wertvolle Daten im Internet, die von den Tech-Giganten abgeschöpft werden. Es ist für mich keine wirklich linke Emanzipationsperspektive. Und ich glaube, wenn man jetzt über sozusagen radikal-reformistische, utopische Zwischenschritte spricht, ist die Idee der vergesellschafteten Daseinsvorsorge, also des öffentlichen Luxus, eigentlich vielversprechender, dass man das sozusagen niemand, und das gibt dir natürlich Zeit, also wenn du weißt, eine bestimmte Quadratmeterzahl an Wohnraum wird dir einfach gewährt und bestimmter Ansatz an auch sozusagen wirklich ökologisch anständig hergestellten Nahrungsmitteln, die kriegt man eben. Und du hast ein Gesundheitssystem, das ist ja in England sogar schon, ich meine, jetzt ist es kaputt gewirtschaftet, aber versucht, wo du gehst dahin und weil du ein Mensch bist, wirst du versorgt. Du brauchst kein Papierkram, du brauchst kein Nix, nicht mal eine Chipkarte. Ja? Und wenn man diese Art des universalen Zugangs zur Daseinsvorsorge, das wäre ja auch eine der progressiven Forderungen in der Pandemie, also
die Realität sah ganz anders aus. Ja, aber man, also um jetzt über die Visionen zu sprechen, ist das, glaube ich, eine wichtige Dimension. Genauso in der Energiekrise. Ja. Wenn anstatt dieser bescheuerten Preisbremse, die dann irgendwann kam für Millionäre und Sozialhilfeempfängerinnen gleichermaßen, man gesagt hätte, weiß nicht, kann ich jetzt nicht ausrechnen, 30 Quadratmeter kriegt jeder die Kilowattstunden umsonst und ja, wer halt das Pech hat, wie ich, in einem größeren Haus zu wohnen, soll halt frieren. So. Aber das wäre ein völlig anderer Umgang mit der Grundversorgung, die einem dann ja auch Zeit gibt. Also man weiß sozusagen, man kann nicht verschlungen werden in dieser Abwärtsspirale des Überlebenskampfes. Vielleicht mindert das sogar den Drang, dann immer jemanden zu suchen, den man wie so als Stopper in das größere Elend setzen kann, um sich selber, also so ein Surplus an Besitzstandswahrung vor Augen zu führen, während man eigentlich sein Leben auch nicht mag. Aber das wäre, glaube ich, eine Art des progressiven Zeitkampfs. Und die übrigens, dieser Nachsatz, während man sein Leben nicht mag, das muss man ganz kurz erklären, weil es ein wirklich schöner Gedanke von dir ist, dass wir in so perversen Zeiten leben, dass selbst die Privilegierten nicht mehr Spaß am Leben haben. Das fand ich sehr erhellend. Ja, also natürlich gesehen tausendfach besser, aber ich finde das wirklich wichtig festzuhalten, dass sozusagen Entfremdung und Unbehagen und eine Art von komplett gestörter Reizbarkeit durch alle Schichten sich durchzieht. Ja, und das, also ihr sagtet eben, also diese Trope der Überfremdung, ja, das ist natürlich eine Reaktion auf nicht artikulierbare Entfremdungserfahrungen, die Leute in kapitalistischen, unsolidarischen Konkurrenzgesellschaften die ganze Zeit machen. Und also Entfremdungserfahrung und dass man dann jemanden sucht, an dem man das vergegenständigt und sagt, ah, das Fremde ist das da, das ist eben der Trick der Rechten, gegen den wir im Moment so machtlos sind. Dann haben wir wieder Externalisierung. Ja, aber ja, ich würde sehr gerne kurz was dazu sagen, weil, also zwei Punkte. Das eine ist, dass ich finde, wir sollten nicht den Fehler machen, da eine Gleichheit zu suggerieren, die für alle so wäre. Also da würde ich nochmal auf den Beitrag von Anne Jung von vorhin zu sprechen kommen, die ja gesagt hat, naja, so einfach ist das nicht. Und auch in Bezug auf die Möglichkeit der Impfung, weil ja auch schon, also es ist nicht nur eine Frage hier und dort und globaler Süden und globaler Norden, sondern es war natürlich auch hier so, weil es gab natürlich große Bevölkerungsschichten, die gar nicht in der Lage waren, sich einfach zurückzuziehen, ja? Sondern die mussten die Versorgung organisieren, also das, was wir alles als systemrelevant bezeichnet haben. Und natürlich hätten wir genau diese Frage, die Anne gestellt hat, ne, wen impfen wir zuerst, hätten wir so beantworten müssen. Wir hätten sagen müssen, alle die da arbeiten, die müssen wir jetzt ganz anders sozusagen unterstützen und unter anderem impfen. Das ist sozusagen, ich finde, das ist wirklich wichtig. Und also um diese Stratifizierung und diese Differentialität, in der gerade Herrschaft organisiert wird, wirklich zu begreifen. Und das andere ist, dass ich das mit der Daseinsvorsorge wirklich teile. Aber ich finde, sie wird nochmal radikalisiert durch die Frage der Mobilität. Durch die Frage, also das ist ja nochmal eine andere zeitliche Frage. Die Bevölkerung, die es hier noch nicht gibt, sei es die zukünftigen Generationen, ja, denen wir, naja, also sozusagen das ist ja das Thema der Klimabewegung, oder derjenigen, die hierher kommen, ja, und die ja offensichtlich gebraucht werden oder hierher kommen wollen, dass das mit einbezogen werden muss. Ich glaube, dass das methodisch und strategisch wirklich der Ausgangspunkt des Denkens sein muss. Weil es etwas ist, weil sonst kommen wir wieder in diese Situation herein, dass wir sagen, ja, für die, die da sind, organisieren wir das. Und die anderen, ja, vielleicht und so. Ne? Also es ist ja die gesamte Rede, mit der wir es zu tun haben. Und ich glaube, wir müssen es an diesen Schnittstellen denken. Aber eine vergesellschaftete Daseinsvorsorge wäre ja ein skalierbares System. Also das ist ja kein Kuchen, den man verteilt, sondern jeder, der dazukommt, ist ja selber Beiträgerin. Und ich glaube, darum muss es gehen. Also die Linke muss immer ausweitbare und universalisierbare Konzepte machen. Ich finde trotzdem, es ist ja allein schon eine Frage, also diese absurde Schieflage, dass wir nationalstaatliche Politik haben, also in der wir auch nichts bewegen, während wir globale wirtschaftliche Zusammenhänge haben, ist, also natürlich müsste man eigentlich eine Daseinsvorsorge auf der ganzen Welt machen. Darum
bemüht sich Medico ja auch. Aber ich glaube, ja, aber ich glaube, das Problem für die, die noch kommen werden, mitzudenken, das kann man lösen durch skalierbare Institutionen. Und das andere ist natürlich herrlich, ja, das musst, also das ist wichtig, dass du das nochmal sagst. Ich glaube, das ist aber, also ich würde jetzt sagen, ein dialektisches Verhältnis zwischen, also sagen, einer stärker intersektionalen Kapitalismusanalyse und einer, die immer wieder in das Totalitätsdenken der Frankfurter Schule zurückfällt. Und ich würde da schon dran festhalten, dass alle entfremdet sind. Natürlich auf vollkommen andere Weise. Aber so wie, also so wie in der Herrn-Knecht-Dialektik selbst der Herr unfrei ist. Natürlich ist der privilegiert und all sowas. Aber der ist auf ganz andere Art unfrei als diejenige, die ausgebeutet wird. Aber ich will einfach diesen Punkt gemacht haben, aber du hast natürlich völlig recht, dass man da ganz schnell auf eine schiefe Ebene kommt. Und sagt, die armen Millionäre, mir ist auch so schwer. So. Ganz unglücklich. Dann soll sie auch gendern. Naja, ich habe von dir gelernt, dass sie schon arm dran sind, weil wenn sie auf Mars fliegen, ist es ja wirklich ziemlich unangenehm. Aber zum Abschluss. Ich habe letztes Wochenende in Berlin auf dem Schiff, auf der Spree, Utopie, an beiden Tagen Utopie-Werkstätten gemacht. Und bei allen Leuten, die da waren, ist Folgendes passiert. Das fand ich sehr interessant. Genau unser Thema. Ich habe die quasi gezwungen zu schreiben. Und sie begannen immer mit einem kleinen Bestand. Mit etwas, was sie unglaublich aufregt. Oft zum Beispiel keine sozialen Räume, solche Sachen. Und dann entstand eine Schraube. Und die endeten fast alle am Ende eines halbstündigen Schreibvorgangs bei der Kapitalismuskritik. Und ich habe mir gedacht, ist nicht ein Teil unseres Problems beim utopischen Denken, dass wir diese narrative Schleife, sozusagen diese Fähigkeit aus den aktuellen Problemen, die jetzt auch heute den ganzen Tag diskutiert wurden, diese narrative Energie, die dann zu einer grundsätzlichen Kritik und dadurch dann zu einem Ausweiten des Horizonts führt, dass es das bei uns kaum gibt. Das gibt es als Kulturtechnik nicht, das gibt es in der Öffentlichkeit nicht, das gibt es in den Medien nicht, existiert quasi nicht. Da ist dieses System unglaublich gut, das zu verunmöglichen. Und das wäre sozusagen mein kleiner Vorschlag, dass wir das einfach mehr anregen, weil ich jetzt wirklich ermutigt bin durch das Beispiel, dass ganz normale Berliner Bürgerinnen da wirklich an sich selber entdeckt haben, wie sie ins Radikale und ins Utopische kommen, indem sie einfach nur eine halbe Stunde wirklich frei, ohne Hemmungen, ohne Grenzen schreiben. Aber am Ende des Tages gibt es noch eine entscheidende Zeithemmung, nämlich, dass es immer einen Fahrplan gibt, in Deutschland zumindest. Es ist jetzt genau 17 Uhr. Ich möchte feststellen, dass wir uns sehr genau gehalten haben an die Zeit. Und übrigens, wir sind alle noch da. Das heißt, falls Sie Fragen, Anregungen und so weiter haben, können Sie jeden von uns ansprechen. Ich danke ganz, ganz herzlich Manuela Burjeva, Eva von Redeker. Und jetzt...